So. Quest. Aber wo war denn das jetzt? Lies die Kopie des Folianten. Aber so viel haben wir jetzt gar nicht mehr, ne? Jetzt könnten wir das hier noch machen. Dann hätten wir auf alle Fälle schon mal ein paar Kleinigkeiten abgehakt. Das wäre ja nicht. Das wäre ja ganz cool eigentlich. Vielleicht ist jetzt auch der Typ da, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Das wäre ja recht praktisch, sage ich mal. Oh, die haben ziemlich viel Zeug bei hier, ne? Oh, eine Axt. Vielleicht eine recht hübsche Axt. Ja, und die können wir gleich reparieren. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt steht der Typ draußen. Gucken wir nochmal kurz, ob wir jetzt vielleicht doch irgendwas... Alter, 32 aber. Also die können wir nicht verkaufen. Die ist, glaube ich, ganz schön geil. Und das Ding hier? Aber da geht uns 10% kritische Trefferchance flöten. Das ist auch wieder blöd. Nee, können wir, glaube ich, ein paar Sachen verkaufen. Hallo, Jungchen. Ha! Komm, ich will doch hier was reparieren. Reparieren. So, da haben wir... Was haben wir denn für Waffen eigentlich an? Ich glaube, die hier so vorgehoben sind, ne? Also das Ding reparieren wir. Was habe ich... Ich habe jetzt aber schon repariert, ne? Ja, Alter, ich habe jetzt schon Angst gekriegt, dass das Ding weg ist, ne? Alter Schwede, habe ich gerade Schiss gekriegt. Das Ding... ja... Ja, das andere Zeug, das geht eigentlich noch. Dann können wir noch mal ein bisschen was verkaufen hier. Diese räudige Klinge können wir mal weghauen. Das Ding können wir auch weghauen. Und jetzt hat er schon wieder keine Kohle mehr. Mann, ist das traurig. Ey, der hat gar kein Geld. Warum haben die alle kein Geld? Und was hat er sonst noch im Angebot hier? 25 Ausdauer, 30 Kapazität. Und rezeptemäßig, was hat er da? Überlegene Greifenausrüstung. 764 kostet die. Die könnten wir aber mal lernen, damit wir die Rezepte haben. Das Ding kostet 24. Das holen wir auch mal. So, ja, dann haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen was eingekauft. Jetzt können wir auch wieder was verkaufen. Gott sei Dank. Reparieren nicht, sondern verkaufen. So, da haben wir hier die komische Klinge, die verkaufen wir. Die Axt, die behalten wir mal, denn eigentlich ist die richtig fett, ne? Die ist eigentlich richtig cool, das Ding. Jetzt verprügeln wir auch mal hier. Hier haben wir nochmal eine Trophäe, die behalten wir. Pfeile, die richtig schlecht sind. Ich weiß auch nicht. Können wir eigentlich auch mal alle verkaufen. Oh, der hat nicht genügend Kohle. Wie viel hat er denn? 281. Prügeln wir die mal. Hier dann noch für 8, die können wir noch weghauen. Ja gut, und das andere Zeug, das behalten wir erstmal. Okay. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Frischen wir nochmal ganz kurz unsere Sachen hier auf. So, und dann haben wir hier hinten, glaube ich, noch was zum Looten, ne? Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Schön für dich. Boah, die haben richtig viele Sachen bei die Viecher. Also die Typen. Stiefel, okay. Vielleicht sind die ja ganz nützlich. Nö. Alles Schrott. Okay, werde den Werwolf im Garten los. Dann müssen wir schnell reisen. Und wo müssen wir hin? Wo ist der Garten? Gucken wir mal kurz, ist das... Ach, ein Skellige ist es schon wieder.
Oh Mann, müssen wir jetzt echt nach Skellige reisen? Allerdings, wie gesagt, Leute, ich will ja die Low-Quests loswerden, ja, dass man das Kleinzeug mal weg hat. Boah, es geht hier schon wieder ab. Hier ist auch schon wieder so viel los. Na gut, reisen wir hier mal hin. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Okay. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das ist zwischendrin doch sehr informativ, ne? Weil manche Sachen kriegt man ja so gar nicht mit. Wenn man sich das dann immer so eine kleine Zusammenfassung anhören kann, das ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Haben sie schon gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Ja, nun komm. Trödel hier nicht rum. So, hier können wir auch noch mal ein paar Sachen verkaufen. Wir müssen jeden Händler ausnutzen, den wir finden. Denn die haben ja sonst immer keine Kohle, ne? Hallo. Ich will was verkaufen, Kumpel. Zeig mir deine. Und ich halt natürlich immer Ausschau nach neue Satteltaschen, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt, glaube ich, gar keine anderen. Das Ding verkaufen wir auch, da das nicht so geil ist. So, dann haben wir hier noch ein paar Pfeile. Aber Typ hat kein Geld mehr, okay. Bis dann. Wiedersehen. So, werde den Werwolf im Garten los. Und was haben wir noch? Finde einen Weg in die überflutete Höhle. Und dann haben wir noch, sprich mit Torda über den Fluch. Dann sprechen wir erstmal mit den Kollegen, weil der ist nicht so weit weg, ne? Der ist hier gleich um die Ecke. Hier unten irgendwo. An den Docks. Ah, hier ist er ja schon. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgvaag. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyers. Du warst dort, als Morgvaag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgvaag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Was geschah mit Morgvaag? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex. Mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. So, okay. Gut. Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Danke für die Information, Kollege. Respekt, Hexer. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir den Werwolf loswerden, ne? Vielleicht können wir wieder entscheiden, ob wir ihn töten oder am Leben lassen. Gehen wir einfach mal hin und gucken, was so abgeht. Oh, was haben wir hier, einen Höhleneingang? Hier ist das Nest. Müssen wir hier auch rein? Wow! Das war ein bisschen zu nah, glaube ich.
Mal gehen wir, meditieren wir nochmal kurz, dass wir hier wieder voll sind. Dass wir wieder voll dabei sind. Und quasi von null anfangen. So. Vielleicht sollte ich ja auch mal die Fackel rausholen. Vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Och. Brennt, meine Kleinen, brennt! So, okay. Bah. Ich habe wohl Gesellschaft. Na dann komm doch her. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir nehmen mal wieder unser Schild. Der Typ, der hat wieder ganz viele Kleine zu Hilfe geholt. Komm her, Junge. Wow. Und wieder holt er seine Freunde. Kopf weg. Jetzt hänge ich hier fest. Nein. Ich glaube, einmal müssen wir die kleinen Viecher noch töten, genau. Mal zum finalen Schlag aus, Junge. Das war's. Ey, wie viele wir jetzt hier getötet haben. Ne? Nimm eine Trophäe jemand vom Neckerkämpfer. Trophäe bezahlen, da bin ich mir sicher. So, da haben wir wieder einen Neckerkrieger-Mutter gehen. Die Trophäe. Und eine neue Waffe. Die aber trotzdem wahrscheinlich wieder schlecht sein wird. Schneiden wir ihm mal kurz das Fleisch von den Knochen. So, dann looten wir mal hier noch das ganze Plunderzeug, was hier alles so rumliegt. So, okay. Alles klar, dann wären wir hier drinnen schon mal fertig. Die waren aber eben noch nicht da, die Kollegen hier. Nein, schnell raus hier. Sonst ersticke ich noch. Schau dir das Anschlagbrett von Larvik an. Aber eigentlich hatten wir doch gerade hier noch die andere Quest. Warte mal, wir hatten doch gerade hier noch die andere Quest offen. Was ist denn damit jetzt passiert? Ja. Werde den Werwolf im Garten los. Finde einen Weg in die überflutete Höhle. So weit kann es doch gar nicht mehr weg sein hier. So. Was haben wir denn hier für Leute? Priester? Sei bitte vorsichtig. In die überflutete Höhle, das ist die hier, ne? Oder? Aber ich komme nicht rein, ach schade. Das müssen wir jetzt aufmachen, das konnte man doch von der anderen Seite so öffnen, ne?
glaube ich. Also gut. Hier kommen wir schon mal nicht... Warte mal. Was ist denn das immer, wenn es so vibriert? Da liegt doch dann immer irgendwas... Irgendwas Informatives, wenn das immer so vibriert. Müssen wir hier hoch. Und irgendwie hier rein. Vorne müsste ein Eingang sein. Genau. So. Ich bin da, Leute. Macht die Schotten auf. Ich möchte rein. Was geht hier unten ab? Wolf. Böser Wolf. Vor Ort. Jetzt muss ich nur noch hier runterkommen, irgendwie schnell. So, okay. Den Wolf haben wir. Ein paar Pflänzchen einsammeln. Ja, Leute, dann beenden wir erstmal die Folge. In der nächsten Folge töten wir den Werwolf. Also ich glaube, wenn wir ihn töten können. Wir werden ihn wahrscheinlich töten müssen. Und dann machen wir weiter mit sonstigen Nebenquests, gucken, dass wir die ein bisschen abhaken können, bevor wir mit der Hauptstory fortfahren. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte eigentlich alles machen und da stehe ich auch noch immer zu. Und ja, vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht, wenn es euch gefallen hat, und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!